Manchmal gibt es einfach krasse Ausnahmen vom Status quo im Leben. Ein ordentlicher Lottogewinn. Die österreichische Fußballnationalmannschaft, die in internationalen Turnieren über die Gruppenphase hinauskommt. Oder eine Produktion aus dem Hause Disney im Jahr 2024, die das genaue Gegenteil von der überwältigenden Mehrzahl aller Disney-Produktionen der letzten Zeit ist. Wie sich die Miniserie Shogun von ungefähr 90% des Disney-Plus-Inhalts abhebt und was diese Serie so besonders macht, darum geht es in diesem Video. Es wird leichte Spoiler zu dem Plot geben, aber nur so viel, um den Inhalt ein wenig besprechen zu können. Den Spaß am Schauen wollen wir wirklich niemandem verderben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Shogun spielt im Japan um das Jahr 1600. Die Portugiesen sind die einzigen Europäer, die Japan bisher besiedelt haben, und auch sie werden von den 5 Samurai-Lords, die über das Land herrschen, nur geduldet. Einer von diesen Samurai-Lords ist der von dem fantastischen Hiroyuki Sanada gespielte Lord Toronaga. Und dieser Toronaga ist den anderen 4 Regenten Japans ein Dorn im Auge. Da die 4 Regenten mit ihren Darlehen und Soldaten natürlich einen klaren militärischen Vorteil haben, bleibt Toronaga keine Wahl, sich friedlich, so klug und taktisch zu wehren wie nur irgend möglich. Hier kommt der zufällig gerade zu dieser Zeit mit Schiff und Crew gestrandete englische Seemann John Blackthorn ins Spiel, ein Wilder, wie er von den Japanern am Anfang genannt wird. Aber Toronaga erkennt, dass Blackthorn nicht nur über Waffen, sondern auch über Wissen verfügt, von dem sich Toronaga in seinem Kampf gegen die anderen Lords große Vorteile erhofft. Ob er diese auch bekommen und sich gegen seine 4 Gegner durchsetzen können wird, ist das große Thema der Serie. Bisher ist die Serie nichts anderes als ein absolutes Meisterwerk. Es ist zum Glück nichts klassisch Disneysches an ihr. Der Erzählton der Geschichte ist hart, kompromisslos, blutrünstig und in seinem Realismus edel zugleich. Ich habe die Bücher von James Clavell nicht gelesen und die Shogun-Serie aus dem Jahr 1980 nicht gesehen und kenne mich in der Geschichte Japans leider viel zu wenig aus, als dass ich das gern würde, aber beim Ansehen der Serie hat man in kaum einem Augenblick Zweifel, dass wirklich alles so abgelaufen sein könnte, wie es hier dargestellt ist. Bisher zumindest. Ja, ich weiß, wenn man eine Serie noch nicht zu Ende gesehen hat und die ersten Episoden überzeugen, heißt das nicht, dass die Geschichte nicht auch noch ordentlich an Fahrt und überzeugendem, stimmigen Storytelling verlieren kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Shogun nicht so eine Serie ist. Es sind nicht nur die Game of Thrones ähnlichen Intrigen und Machtspiele und überraschenden Wendungen, die an Shogun überzeugen. Es ist auch einfach die super spannende Darstellung einer anderen Kultur. Die Gesten, die gegenseitigen Respektsbekundungen, die stoische Wesensart von Männern und Frauen gleichermaßen, die Bräuche, die Gespräche, die Reaktionen auf das Gesagte. Man braucht eine Zeit, sich als Zuseher in dieser Welt zurechtzufinden, weil sie so komplett anders ist als der Einheitsbrei, der einem sonst so oft aus Hollywood präsentiert wird. Man kann eine Geschichte noch so sehr in Wakanda oder unter den Choctaw-Leuten spielen lassen, wenn alle reden, denken und sich benehmen, als würden sie im UCLA Department of Equity, Diversity und Inclusion arbeiten, kauft man den Produktionen die Authentizität einfach nicht wirklich ab. Das ist in Shogun komplett anders. Anstatt die Schauspieler mit irgendwelchen Schlagworten um sich werfen zu lassen, konzentrierte man sich hier ausschließlich auf das Wesentliche. Hiroyuki Sanada, der gleichzeitig zu seiner Hauptrolle in der Serie auch Produzent war, beschreibt es folgendermaßen. Wenn etwas in der Geschichte inkorrekt ist, können sich die Leute nicht auf das Drama fokussieren. Leute wollen so eine Serie nicht sehen. Wir mussten authentisch bleiben. Ob bewusst oder nicht, damit hat Hiroyuki Sanada kurz und knapp das riesige Problem von so vielen modernen Hollywood-Produktionen aufgezeigt. Produktionen, denen es eben nicht um das eigentliche Thema geht, nicht um die authentische Darstellung einer anderen Kultur, sondern einzig und allein um hollywoodsche Identitätspolitik. Der Erzählton von Shogun ist gemächlich, aber ohne auch nur einen Augenblick langweilig zu sein. Man entschleunigt beim Ansehen automatisch und fiebert gleichzeitig mit, was ich als eine verdammt gute Kombination erachte. Die Drehbuchautoren haben allerdings auch verstanden, dass japanische Bräuche und Sitten für den durchschnittlichen westlichen Zuseher anfänglich nicht ganz leicht in ihrer Gänze zu durchblicken sind. Und deshalb lässt die Serie uns das Geschehen meistens durch die Augen von John Blackthorn erleben. Was ein sehr eleganter Trick ist, den Zuseher immer gespannt zu halten und zu verhindern, dass er nicht mehr folgen kann. Denn die Serie traut sich einfach, auch mal Dinge unausgesprochen zu lassen, weil sie für die Beteiligten einfach klar sind. Show, don't tell ist das Prinzip, das an den Schlüsselstellen sehr gut eingehalten wird. Es geht hier um unausgesprochene Loyalitätsbekundungen, unausgesprochene Drohungen, unausgesprochene Aufforderungen, Seppuku zu begehen. Und wenn John Blackthorn etwas nicht versteht, bekommt er es dann wenig später erklärt. Das bewirkt nicht selten,
dass die Serie mit uns als Zusehern spielt. An nicht wenigen Stellen macht man sich als Zuseher Gedanken darüber, was zur Hölle man gerade eben gesehen hat und was jetzt eigentlich geschehen ist. Man ist gespannt und fasziniert zugleich, aber die Erklärung dafür kommt erst etwas zeitversetzt. Und es gibt so einige Stellen, an denen der Kulturschock, den Blackthorne erlebt, auch wirklich amüsant dargestellt ist. Auch die Figurenzeichnung ist unglaublich. Blackthorne lernt man Schritt für Schritt kennen, auch wenn sich seine Geschichte und sein Charakter nur langsam über die Episoden hinweg offenbart. Und im Prinzip trifft das auch auf alle anderen Figuren zu. Stück für Stück erfahren wir mehr über sie und lernen sie mit jeder Episode mehr schätzen. Toronaga als der Puppenspieler, der immer gleich mehrere Schritte vorausplant. Mariko, charakterstark, pflichtbewusst und loyal. Gerade weil die Figuren allesamt von ihren kulturellen Hintergründen aus ständig eine Maske tragen, mithilfe derer sie alles tun, um ihr Gefühlsleben von der Außenwelt abzuschirmen, wirkt es umso sympathischer und liebenswürdiger, wenn sie sich dann erlauben, die Maske auch mal abzulegen. Es geht der Serie selbst weniger um Gefühle und Gedanken der einzelnen Figuren, sondern um zwischenmenschliche Dynamiken und moralische Konzepte, die größer sind als die Figuren selbst. Es geht um Freundschaft, Loyalität, Selbstlosigkeit, Verrat und Ehre. Und wie sich diese auf die Figuren und ihre Schicksale auswirken. Das macht die Serie erhaben und zu einer Geschichte, die man sich immer und immer wieder ansehen könnte, ohne dass sie langweilig werden würde. Im Gegenteil, man würde wahrscheinlich immer wieder neue Dinge davon mitnehmen können. Was sich an dieser Serie auch im Vergleich zu zahlreichen anderen Serien unterscheidet, eine zweite Staffel wurde schon jetzt, trotz dem Erfolg der Serie, praktisch ausgeschlossen. Die Shogun-Showrunner haben in einem Interview mit dem Hollywood Reporter gesagt, wir haben die Story ans Ende des Buches gebracht und haben einen Punkt hinter den letzten Satz gemacht. Wir lieben das Ende des Buches und das Ende war einer der Gründe, warum wir beide wussten, dass wir das Projekt machen wollten. Und wir haben es genau an der Stelle beendet. Mal sehen, ob es auch dabei bleiben wird. Wenn die Serie weiterhin so erfolgreich ist, wird es sehr spannend, ob man im modernen Hollywood auch einsehen wird, dass manche Projekte einfach alleine stehen sollten und nicht ein Universum oder ein ganzes Franchise daraus entstehen muss. Mehr noch, dass sich ein Universum oder ein Franchise alles andere als positiv auf den Zauber des Ursprungsprojektes auswirken würde. Wenn Shogun so perfekt endet, wie es angefangen hat, würde es an ein Wunder grenzen, wenn ein Drehbuchautor eine auch nur ansatzweise vergleichbare zweite Staffel ohne Buchvorlage schreiben könnte. Gerade wenn man sich die Qualität von dem ansieht, was moderne Drehbuchautoren der Öffentlichkeit aktuell so verkaufen wollen. Shogun erinnert ein wenig an The Last Samurai, nur ein bisschen weniger dick amerikanisch aufgetragen, ein bisschen mehr am Boden geblieben. Es ist ein grandioses Serienerlebnis, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte, wenn man auch nur ein bisschen an der Thematik und an epischen Geschichten interessiert ist. Danke fürs Reinschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Außerdem könnte euch auch dieses Video interessieren, in dem wir über ein filmisches Meisterwerk sprechen, das gerade unnötigerweise ein Remake bekommen wird. Habt ihr generell Bock auf gute Stories? Dann holt euch jetzt meinen Thriller Vesta auf Amazon. Alles Gute euch und bis bald.